Hi, ich bin der Zankl und heute erzähle ich euch was über Tripsen und wie ihr sie loswerdet. Genau, ich habe mal eine meiner Büropflanzen mitgenommen, nachdem sie von den tollen Tripsen ausgesaugt worden ist. Die hatte zuerst schöne grüne Blätter und jetzt nicht mehr. Was sind Tripsen? Tripsen sind Insekten, sehr, sehr kleine Insekten. Es gibt auf der Welt so an die 5500 verschiedene Arten. In Deutschland haben wir ungefähr 200 und ein paar zerquetschte, von denen ungefähr gute 20 tatsächlich Schädlinge sind. Es gibt auch Tripsen, die Nützlinge sind, allerdings vernachlässigbar. Wie schauen Tripsen aus? Woran erkenne ich sie? Also einerseits erkennt ihr sie an so silberfarbenen Blattstellen. Gut, das ist jetzt hier ein bisschen schwierig, weil das ganze Blatt einfach silber und weiß ist. Die stand dann auch schon länger ein bisschen im Trocknen. Was hätte sie gießen sollen, wenn sie tot ist? Genau, und dann erkennt ihr auf den Blättern so kleine schwarze Kugeln. Das ist Tripsen. Tripsen selber schauen aus wie ihre nur ungefähr doppelt so groß. Also die sind so von, die Larven haben so einen halben Millimeter und fertige Tripsen ungefähr so einen Millimeter bis drei, je nach Art. Es schaut einfach aus, als hätte jemand seinen Elektrorasierer dann über den Pflanzen so ausgeklopft und alles ist voller so kleiner schwarzer Brösel. Tripsen sind in dem Sinne schlecht, Entschuldigung, weil sie, wie die ganzen anderen Saugviecher, eben eure Blätter anbohren, aber die saugen was anderes raus, also die saugen gleich das Chlorophyll mit raus, drum eben diese silbernen Stellen. Heißt, das ist wirklich, ja, die sind schon eine ziemliche Belastung, weil die eben durch ihr Blätterleersaugen Wachstumsverzögerungen und beschädigte Triebe zur Folge haben, was nicht gut ist. Überraschung. Ja, Tripsen heißen auch Fransenflügler, weil sie irgendwie Fransen an den Flügeln haben, aber eigentlich sind sie so klein, dass man das nur unter dem Mikroskop sieht, habe ich zumindest das Gefühl. Heißen auch Gewittertierchen, haben 100.000 verschiedene Namen, aber die große Frage ist nicht, wie sie heißen, wie sie ausschauen, sondern wie werde ich sie los? War das eine Überleitung? Ich bin begeistert. Die Tripsen mögen es ziemlich warm. Heißt, sie kommen oft in Büroräumen vor oder, ich sage jetzt mal, in Räumlichkeiten, wo es halt warm ist. Heißt auch, dass sie am Anfang der Heizperiode, also so Mitte bis Ende Herbst und im Sommer eben sehr gern auftreten. Beziehungsweise halt während der Heizperiode, also den ganzen Winter eigentlich auch durch bis in Frühling rein. Heißt, Anfang Sommer und so Mitte Herbst Richtung Winter solltet ihr eure Blätter oder Pflanzen einfach öfter mal auch kontrollieren, ob ihr eben silberne Stellen seht, diese Kotkügelchen oder ähnliches. Die Larven sind von den Tripsen auch tatsächlich hauptsächlich an der Blattunterseite, wenn sie langsam so ins Endstadium sich entwickeln. Die leben nämlich auch tatsächlich erstmal als Larven im Boden, ganz ähnlich wie die Traumücken. Einfach zu dem Zeitraum schon mal schauen, ob ihr irgendwas seht, weil die pflanzen sich nämlich auch relativ schnell fort. Also die Dinger sind vom Ei bis zur fertigen Tripse, haben sie einen Kreislauf von 40 Tagen, haben wie die Blattläuse die Kunst entwickelt, sich eingeschlechtlich zu vermehren, und eine Tripse legt bis zu 70 Eier, und dann habt ihr 70 Tripsen, die 70 Eier legen. Das sind dann, sind wir bei 490. Ne, das stimmt gar nicht. Das waren 7 Eier. 4900 Eier ist auch schlecht, weil ihr seht, die haben ja die ganze Pflanze ausgesaugt. Der nächste Punkt wäre, um eben eine Verbreitung zu unterbinden, wäre eine betroffene Pflanze zu separieren. Heißt, Isolation und Quarantäne sollten euch mittlerweile im Begriff sein. Und jetzt halt dazu, wie werde ich sie los? Es ist ein guter Anfang, wenn ihr sie in der Dusche mal ordentlich abwascht und die ganzen Viecher runterspült. Ist eine sehr einfache Methode, wenn man eine Pflanze hat. Aber wenn ich daheim irgendwie, weiß Gott, 100 Chilis rumstehen habe und die sind befallen, dann hilft mir das leider reichlich wenig. Ist aber so der simpelste Punkt. Also es hilft auch schon echt viel. Dann der zweite Punkt ist wie immer eigentlich klassisch die Schmierseife. Die Seife zerstört die Oberflächenspannung vom Wasser. Die Viecher atmen über sehr feine Kapillare an den Körperseiten, so ist es zumindest bei den meisten Insekten. Und ohne Oberflächenspannung läuft das Wasser rein. Die saufen, hart gesagt, einfach ab und ihr könnt sie von der Pflanze kehren. Sollten sie trotzdem irgendwie ständig wiederkommen, könnt ihr das Ganze wieder um Nebenöl erweitern. Also Nebenöl kann man auch präventiv so aufs Substrat aufbringen oder auf die Pflanze. Dann sollten sie hier gar nicht erst kommen, aber
war wert die Zeit und das Geld. Dann hilft tatsächlich auch, wer es etwas biologischer mag, der klassische Brennnesselsud. Da muss ich, glaube ich, jetzt auch langsam mal einen machen. Da muss ich mich mal auseinandersetzen. Soll auch helfen, mit dem muss man scheinbar bloß gießen. Das Zeug muss wahre Wunder bewirken. Dann gibt es, wie zum Beispiel für die Trauermücken, auch so Klebetafeln. Nur sind die für die Tripsen hellblau. Sollen auch gelbe funktionieren, aber was ich jetzt gelesen habe, sind tatsächlich für Tripsen diese blauen deutlich interessanter. Dann könnt ihr noch verschiedene Nützlinge noch einsetzen. Also es gibt verschiedene Raubmilben, die auf Tripsen gehen. Es gibt die Florfliegenlarve, geht auch auf Tripsen, also der allseits bekannte und beliebte Blattlauslöwe. Was ich auch gehört habe, dass Nematoden tatsächlich, also die Viecher, die gegen die Trauermückenlarven helfen sollen, auch gegen die Tripsenlarven helfen sollen. Hilft aber alles nichts, wenn ihr nicht das Substrat wechselt oder zumindest die oberen 5 cm, sage ich jetzt mal, weil sich, wie gesagt, schon die kleinen Larven eben da tummeln. Und der letzte Punkt, der wirklich bloß so Plan Z ist, eigentlich nicht so geil, sind dann solche Kombistäbchen, steht drauf, also hier das Giftstäbchen gesagt. Die bringt ihr am Wurzelballen an. Hier stand jetzt drauf, pro Liter Erde ein Stück. Da hätte ich, glaube ich, 20 oder 30 so Backerl gebraucht. Ich habe nämlich im Büro immer wieder ständig irgendeinen Viecherbefall und habe mir jetzt gedacht, ich lasse mal so Stäbchen raus, weil die im Büro sind eigentlich auch eher Zierde da, machen relativ wenig Früchte und wenn, dann geht es bei den Früchten tatsächlich auch eher um die Samen. Ja, ist jetzt nicht wirklich für Gemüse gemacht. Hinten steht drauf, dass sie für Zierpflanzen oder Topfpflanzen im Zimmer, Büroräumen und Wintergärten sind. Die lösen sich nämlich am Wurzelballen auf. Die Wurzeln nehmen das Gift in die Pflanze auf, befördern das in die Blätter. Die Viecher pieksen in die Blätter, versuchen ihren Saft zu saugen und ziehen sich das Gift rein und fallen im Endeffekt auf dem Blatt um und haben es hinter sich. Vorteil ist, ihr werdet jeden Schädling erwischen, der an der Pflanze hängt und saugt, weil er natürlich sich den Cocktail in die Birne zieht. Der Nachteil ist halt, naja, also ihr braucht die Früchte von den Pflanzen wahrscheinlich nicht mehr essen. Darum ist es wirklich, ich sage jetzt mal, für Liebhaberpflanzen. Also wenn ihr da wirklich schon mehrere Jahre eine habt. Ich habe jetzt zum Beispiel die eine im Büro, ist glaube ich jetzt 5 Jahre alt, wenn ich mich nicht ganz täusche. War jetzt auch schon 2-3 Mal wirklich kurz davor, wegen den Mistviechern drauf zu gehen. Ich sehe gerade hier ist auch nochmal ein Foto von der Tripse. Das ist irgendwie, ist allerdings eine Tripsenlarve. Die Tripsen per se sind so braun bis schwarz und auch irgendwelche anderen. Also Schildläuse, Blattläuse, weiße Fliege, Wollläuse, Zikaden. Also die Dinger wirklich nur im allergrößten Notfall, wenn ihr sonst überhaupt kein Land mehr seht und die Chilis nicht unbedingt essen wollt, wenn es eher so eine Zierpflanze ist tatsächlich. Weil ich weiß nicht, inwiefern die dann noch genießbar sind. Ich habe ganz am Anfang mal den Fehler gemacht und irgendwas gegen Blattläuse gespritzt und dann haben die Chilis geschmeckt wie... Also die konntest du nicht essen, waren ekelhaft. Ja, Fazit ist, keiner will Tripsen haben. Bisschen Getripper, hm? Dann erspare ich euch mal diesen traurigen Anblick hier. Und hoffe, ich konnte euch in Bezug auf das Thema Tripsen weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, würde ich mich freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die in die Kommentare. Auch einfach zu anderen Fragen, zu irgendwelchen Chilis, Sachen, die euch betreffen. Und am meisten Freude macht ihr mir, solltet ihr noch nicht abonniert haben, wenn ihr das tut. Würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.